Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. Nur was? Ach, warte mal, das wollt ihr mal ausprobieren? Vielleicht den Hund? Nee. Okay. Treppenhaus. Vielleicht mit dem Aufzug? Das macht... Hey, die Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Die kann ich nicht ein... Kannst du damit denn Draht umbiegen? Das macht... Ach, Randall. Es muss einen besseren Weg nach unten geben. Die Feuertreppe. Das ist die Feuertreppe. Kann hier Mortimer uns die vielleicht umbiegen, den Draht? Das macht... Zerschachteln. Tja, aber wie biege ich denn den Draht um? Vielleicht nochmal reden mit dem. Er hat mir schon gesagt, nur zwei Metallstifte in passender Form und Größe und schon habe ich meinen Dietrich. Kinderspiel. Okay. Aber im Baumarkt habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, aber was mache ich denn? Ich das machen. Wo kriege ich das her? Bei Mads Wohnung? Nee. Amazon Express können wir nicht mehr rein. Mads Pawn Shop bringt ja auch nichts. Vielleicht hier, vielleicht ist der Pater wieder, oder vielleicht biegt uns der Pater die um. Dass der so Bärenkräfte hat und dann einfach das umbiegt. Oder Elaine. Alte Mannsweib. So, gehen wir mal hier rein. Der Pader ist immer noch umgehauen. So, wollen wir das? Okay, hier will keiner. Wahrscheinlich auch wieder tausendmal dran vorbeigelaufen schon. Elaine, geh mal bitte gerade. Oder hier, er hier, der Penner. So, Draht. Nee. Mann, oh. Pfütze, Bananenschale, die kann ich immer noch nicht mitnehmen, ne? Fass ich nicht an. Die fass ich nicht an. Okay, bei Claytons geht's nicht. Vielleicht bei Mads Wohnung irgendwie was? Sonst hätte ich noch vielleicht die Idee, dass wir den Draht einfach durch das Fenster reichen von Amazon, der dann so gereizt wird und dann uns den Draht gerade biegt. Dass der vielleicht ein bisschen aggressiver ist. Oder hier, der da. Der sieht auch so aggressiv aus. Hier, bieg den mal gerade. Nee, den will keiner. Okay, bevor ich jetzt in Bens Wohnung gehe, auch wenn wir natürlich wieder mal den Ladebildschirm haben, versuche ich das jetzt mal mit diesem Amazon Express. Wenn das klappt, das wäre richtig lustig. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie eine logische Variante haben. So, jetzt aber. Draht. Das macht keinen Sinn. Oh, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Oder hier den Gullideckel, dass wir da... Das macht das durch... Boah, ey, manchmal, ne? Ich werde kein einziges meiner Körperteile in das Loch da stecken. Wenn da nicht so ein kleines Loch oben drin wäre, wäre es unmöglich, den Gullideckel hochzuheben. Ja, aber dann kannst du doch einfach den Draht da durch und dann biegst du ihn damit gerade. Das macht keinen... Boah, ey. Manchmal, ey, wenn der immer sagt, das macht keinen Sinn, ne, dann... Fühle ich mich echt schlecht. Okay, Mads Wohnung. Ja, scheiße, ey. Wie kriegen wir jetzt...
Wie kriegen wir den jetzt umgebogen? Na, er will ja nicht. Hier, vielleicht können wir die Tür da so. Das macht. Oder mit dem Feuerlöscher. Was natürlich auch total Sinn machen würde. Den mit dem Feuerlöscher. Damit da. Will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. So, gibt es was mit dem damit mit dem Feuerländer? Damit. Nein. Steh. Ja. Damit will ich den Feuerlöscher. Boah, das ist damit blöd immer. Ja. Dass man immer wieder raus muss und wieder rein muss. Das finde ich echt ein bisschen blöd. Okay, vielleicht mit dem Magneten? Das macht. Wende, sei mal ein bisschen optimistischer. Das macht. Ah. Ja, gibt nichts Besseres als den Mixomatic 9000 oder so. Dieses Ding erstaunt mich immer wieder. Oh, ja, alter Mixer. So, jetzt zocken wir. Wir leihen uns da den Comic aus. Oder diesen Katalog. Damit wir unserem Chef wieder glücklich machen können. Ja, wir leihen uns natürlich nur. Wir wollen den natürlich nicht klauen. Also. Alles lege mir ferner, als den zu klauen. Wir leihen uns den aus für eine bestimmte Zeit. Oder eine unbestimmte Zeit. Aber klauen tun wir den nicht. Nein. Großartig. Ja. Juhu. So, jetzt geht's los. Ich kann das Schloss nicht aufbrechen. Charlie ist noch hier. Ja und? Moin Charlie. Was geht ab? Dann schon lieber mit Leuten. Ja, aber ich dachte, ich habe Charlie angeklickt. Ah, hier ist auch Winter is coming. Charlie. Also, Charlie. Ist der Super Zuckerschnecke-Katalog hier zu verkaufen? Klar, aber hast du die 500.000, um ihn zu kaufen? Im Ernst jetzt? Sieh mich doch an, ich hab Sticker, aber ich hab nicht mal halb so viel. Wie zur Hölle kann das Ding so viel wert sein? Wie wenig du weißt, Randall Hicks. Das ist eines der wenigen übrigen Exemplare von der 72er Ausgabe, der seltenste und begehrteste von allen Wonder Comics. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass es dadurch auch der teuerste ist. Warum glaubst du, wird es von so einem anspruchsvollen und futuristischen Sicherheitssystem geschützt? Verstehe. Okay, können wir ihm vielleicht diese alte Seite zeigen und er kriegt einen Herzinfarkt oder das so? Das gebe ich nicht weg. Ein ziemlich lahmer Superheld, wenn du mich fragst. Also lass mal. Mach ich. Das ist Captain Red. Okay. Das ist also Captain Red. Warte mal. Hier, die Limo. Damit können wir doch bestimmt irgendwas machen. Nur was? Rattengift? Ich glaube nicht, dass Gift Charlies Schwachstelle ist. Fisch. Wir brauchen Reste von einem Thunfisch. Jetzt. Guten Durst. Ja, trink. Durchs Fenster ist er gesprungen. So, ich passe mal lange auf deinen Laden auf. Ist doch kein Thema, wir sind doch Freunde. Guten Tag, Gentlemen. Oh oh. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000 Serie. Öffne das Fach, Hal. Es tut mir leid, Dave. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Dave? Wovon zur Hölle redet das Ding? Ich denke, du weißt genauso gut wie ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du, Hal? Ich weiß, dass du und Frank vorhatten, mich abzuschalten. Und ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Der einzige Frank, den ich kenne, ist Sinatra, okay? Hal, komm schon, ich werde nicht weiter mit dir diskutieren.
Öffne den Kasten. Ich fürchte, das kann ich nicht tun, Dave. Mr. Charles Goodmans DNA-Probe und Fingerabdruck sind dafür nötig. Charles Goodman? Ich denke, du kennst ihn unter dem Namen Charlie. Oh, ja. Der Besitzer dieses Lochs. Korrekt, Dave. Warum geben mir eigentlich alle einen anderen Namen? Okay, wir brauchen also seine DNA. Hier die Limo. Da ist ja... Da sollte ja eigentlich seine DNA dran sein. Und da auch bestimmt... Warte mal. Oh, wow. Yeah. Das hat geklappt. Und da ist die DNA. Okay, perfekt. Dr. Detektivo. So, Glas, Fingerabdruck. So kann das Lesegerät den Fingerabdruck nicht scannen. Muss ich was machen. Okay. Erstmal mit dem Strohhalm. DNA-Probe von Mr. Charles Goodman verifiziert. Okay. So, aber wie kriege ich den Fingerabdruck ab? Irgendwie mit so einem Klebeband, ne? Machen die das, glaube ich, immer. Mit fettigem Papier wird das, glaube ich, nichts. Ja, genau. Mit einem Klebeband. Aber sowas besitze ich nicht. Ja, aber womit kriege ich das denn jetzt ab? Ich habe auch nichts irgendwie was... Warte mal. Das muss nicht geklebt... Achso. Das können wir damit... Ah, okay. Das muss... Okay. Das muss... Das muss... Steht... Steht nicht auf meiner... Das muss... Das muss... Das muss nicht geklebt werden. Das muss... Oh, einen Moment. Oh. So, kurz mal gehustet. Ja, also wie kriegen wir... Wie kriegen geht wir... Nicht, amigo, der den Fingerabdruck ab? Wie kriegen wir den Fingerabdruck? Brauchen irgendwie irgendwas wie eine... Ein Haufen Mystical Wallets of K-Karten. Wir brauchen irgendwie was wie so ein Klebstoff, ne? Aber... Captain Red Aufsteller, Figuren, Poster, Comics... Hier sieht das nicht aus wie Klebstoff. Oder, ne? Comics... Energieschwert, Kasten, Statue, Straße. Okay. Oh, hier ist eine Nachricht. Oh, da ist ein Kleber bestimmt dran. An Randall Hicks. Wie geht's, mein Freund? Bist du verwirrt? Verwundert über diese Situation vielleicht? Das ist ganz normal. Schließlich ist das hier neu für dich. Ist das ein Traum? Oder siehst du die Welt jetzt nur so, wie sie wirklich ist? Fragen wie diese helfen dir nicht. Ich schon. Ich kann ein wertvoller Verbündeter sein. Aber denk dran, du musst alles machen, was ich sage. Betrachte mich als eine Art Orakel. Wo du mich finden kannst, das weißt du. Leute wie ich bevorzugen die dunkelsten und einsamsten aller Orte. Ich werde dort warten. Ergebenst dein wahrer Verbündeter.